Hallo Leute, hier ist euer Amti und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Modern Warfare 3 Commentary. Wir spielen heute Herrschaft auf der Map Underground mit der MSR inklusive ACOG-Visier und der Rest der Klasse steht natürlich wie immer in der Beschreibung. Ja, heute hau ich also eins meiner Sniper-Gameplays aus, die ich auf Lager habe. Und das hier ist halt ein relativ gutes, actionreiches Gameplay, auch wieder mal vom KD her zwischen 2 und 3, also kein Überscore. Aber trotzdem, es ist ein actionreiches Gameplay und mit einer Sniper kriege ich sowieso nicht viel besser hin als ein 3er KD. Von daher, ich hoffe, das Gameplay wird euch so oder so gefallen. Wenn ihr nicht so der Fan seid von generell Sniper-Gameplays und so weiter, dann konzentriert euch mehr aufs Commentary. Das Thema heute ist meine ersten Erfahrungen mit Bong. Und wer nicht weiß, was eine Bong ist, ja, der sollte es schnell mal googeln. Google ist ein Freund, ne, so nach dem Motto. Aber ich kann ganz kurz sagen, es ist quasi eine andere Art, sage ich jetzt mal, Gras zu rauchen. Außer halt in einem Joint, was die, denke ich mal, die häufigste Variante ist. Und ja, ich werde euch einfach erzählen, wie das war, als ich das erste Mal die Bong ausprobiert habe, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und viele mögen jetzt irgendwie total abgehen, von wegen, das kannst du doch nicht hier im Internet von irgendwelchen illegalen Drogen reden. Da muss ich einfach mal ein paar Sachen zu sagen. Also erstens bin ich von Anfang an nie mit meinem richtigen Namen in YouTube unterwegs. Und es hat auch einfach den speziellen Grund, dass ich damit dann quasi frei bin, was ich von mir preisgebe in meinen Commentaries und eben nicht dann irgendwelche schlimmen Sachen passieren und sei es nur, dass ich von Arbeitgebern nicht mehr angenommen werde, weil die nach meinem Namen googeln und plötzlich irgendwelche Ego-Shooter Commentaries finden. Als zweites sage ich dazu auch noch, generell kann ich in diesen Videos hier ja sowieso alles behaupten. Also wenn ich jetzt hier sage, ich habe Gras geraucht und es würde tatsächlich irgendjemand, ja, die Polizei irgendwie versuchen, über meine IP an meine wahre Identität zu kommen und so weiter, was sie eh nicht tun werden, selbst dann wäre das kein Geständnis und es wäre erst recht kein Beweis für, dass ich irgendwann mal Gras geraucht habe. Und das dritte und wahrscheinlich wichtigste daran ist, dass das eigentliche Rauchen, also das Konsumieren von Marihuana, nicht illegal ist. Und das wissen viele Leute nicht. Der Witz ist nämlich, dass unsere Rechtslage irgendwie so gebaut ist, ja, ich spiele hier mit der FMG 9 Akimbo, ich weiß, ist irgendwie scheiße, aber ich meine, sie ist überpowered, das gebe ich auch zu, aber wenn sie schon mal im Spiel eingebaut ist, wieso dann nicht benutzen? Ganz ehrlich. Aber das ist auch noch ein Thema für sich. Wo war ich jetzt gerade? Ach so, das eigentliche Konsumieren von Marihuana ist nicht illegal. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Also, wirklich, unsere Rechtslage ist so, dass nur das Besitzen von Marihuana, aber nicht das Rauchen von Marihuana, ja, verboten ist. Gut, wenn man natürlich jetzt einen Joint raucht und diesen Joint selber im Mund hat, und in der Hand vor allem hat, dann eine Polizeistreife vorbeikommt, dann bist du natürlich am Arsch, weil du hast ja quasi das konsumiert, aber gleichzeitig, dadurch, dass du es in der Hand hast, auch hast du Marihuana besessen. Und theoretisch, wenn jetzt ein Freund von einem irgendwie den Joint festhalten würde und ihr nur einen Zug nehmen würdet und dann eine Polizeistreife vorbeikommt, rein theoretisch könnt ihr nicht bestraft werden. Natürlich ist das auch nur juristischer Scheiß, ihr werdet natürlich trotzdem vor Gericht landen, aber euer Anwalt könnte sagen, okay, er hat kein Marihuana besessen, also ist er rein juristisch nichts zu verknacken. Also ist unschuldig. Gut, wie auch immer, da wir das jetzt geklärt haben, werde ich einfach mal meine Geschichte zu dem Ganzen erzählen. Sie ist eigentlich relativ witzig, glaube ich, wenn man sie so als Außenstehender hört. Ja, ansonsten, ja, wie war das Ganze einfach? Wie ist das Ganze gekommen? Also, es war damals eine Geburtstagsfeier von einem Bekannten von mir aus der gleichen Stufe. Ich sage extra Bekannter, es war nicht wirklich ein guter Freund. Es war einfach ein Bekannter aus der Stufe und er hat gesagt, komm, kannst auch kommen zu seiner Geburtstagsfeier. Und da hat er halt unten in seinem Keller, in seinem Hobbykeller, was auch immer, hat er da dann irgendwie,
sein Partykeller aufgebaut, hat ein bisschen Musik angeschmissen und man hat dann zusammen mit den Leuten, die ja noch da waren, mit irgendwelchen Mädels und so weiter, hat man dann ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen Shisha geraucht, was man halt so macht. Und irgendwann nach 2 Stunden, denke ich mal, kam dann dieser jemand mit seiner Bong reinstolziert. Offensichtlich erlauben ihm seine Eltern, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber erlauben ihm seine Eltern Gras zu rauchen, solange er das nur unten in seinem Keller macht und nicht in der Wohnung selber. Und da ist er halt mit seiner Bong runtergekommen und meinte halt zu den Jungs, mit denen er sonst auch gerne mal irgendwie mal so ein Joint kifft, meinte dann, okay, lass mal jetzt die Bong kicken. Und ich muss dazu sagen, es war auf jeden Fall nicht meine erste Erfahrung mit Gras generell. Ich habe davor auch schon öfters mit irgendwelchen Freunden, wenn man gerade sowieso am Chillen ist oder so, auch mal mir zu zweit oder zu dritt, was auch immer, ein Joint geteilt. Da war man dann immer sehr entspannt und auch ein bisschen lustig drauf und das war eigentlich immer ganz gechillt so. Und da dachte ich mir einfach, hey, komm, Bong hält vielleicht ein bisschen länger an und es ist vielleicht ein bisschen heftiger die Wirkung, wegen Lachflashs und so, aber es kann ja nicht viel schlimmer sein. Und dann habe ich halt ich muss gestehen, auch ein bisschen wegen Gruppenzwang, habe ich dann auch mal einen Zug probiert und ich durfte dann die Bong quasi anziehen, also den ersten Zug nehmen und da ging es dann los. Ich habe dann nicht mal quasi zu Ende gezogen, sag ich jetzt mal, um die Bong vollständig anzuzünden sozusagen. Und schon hatte ich einen heftigen Hustenreiz. Und dann bin ich schnell auf die Toilette gegangen, habe mich eingeschlossen, habe mich neben die Toilette gesetzt, nur für den Fall, dass ich mich übergeben musste, weil wirklich der Hustenreiz war so stark, dass ich dachte, ich müsste mich irgendwie dabei übergeben. Am Ende hat sich rausgestellt, nach 10 Minuten, wo dann dieser Husten nachgelassen hat, dass das Ganze wirklich nicht so war, dass es wirklich einfach nur ein sehr starker Husten war und ich deshalb das nur dachte. Und dann bin ich eben wieder nach unten gegangen, habe ich in den Nebenraum gesetzt und dann hat die Wirkung so richtig angefangen und zwar richtig heftig. Alles um mich rum hat sich zusammengezogen und man kann dieses Gefühl eigentlich nicht beschreiben, wenn an Leuten, die das noch nie selber hatten. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ihr es unbedingt ausprobieren sollt, im Gegenteil, also ihr müsst eure eigenen Grenzen dabei finden. Aber es hat sich alles zusammengezogen, also irgendwie das, was näher an mir ran war, kam, ging weiter weg und das, was weiter weg war, kam näher an mich ran. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, es war alles verdammt surreal, ich habe nichts mehr kapiert und ich hatte wirklich Angstzustände, ja, wirklich, ich hatte Angstzustände, dass ich jetzt in irgendein Wurmloch gezogen werde. Ich weiß, es klingt absolut lächerlich, aber solche Paras schiebt man sich dann, solche Gedanken hat man dann einfach, wenn man diese unter der Wirkung von Marihuana steht. Das war einfach verdammt krass und ich kannte das halt auch nicht, weil beim Joint ist es überhaupt nicht so und bei weitem auch nicht so heftig und so weiter und es war wirklich nicht lustig, das kann ich euch sagen. Ich dachte, meine Augen waren richtig schwer, aber ich wollte nicht einschlafen, weil ich dachte, dass ich dann in irgendein Wurmloch gezogen werde und dann nie wieder aufwache. Es klingt jetzt im normalen Zustand einfach lächerlich für mich und für euch sicher auch, aber es war einfach so. Und das ging dann circa 10, vielleicht sogar 20 Minuten und zum Glück hatte ich eben ein paar gute Freunde, speziell eine gute Freundin, die sich dann neben mich gesetzt hat, die dieses Gefühl auch schon mal hatte, die das irgendwie auch, glaube ich, beim normalen Joint schon erlebt hat und dann auch wirklich wusste, wie ich mich fühle. Und das war ganz gut, dass es dann irgendjemand da war, der wusste, wie das ist, dem ich das nicht beschreiben musste. Und irgendwann nach 20 Minuten ging es dann wieder halbwegs, dann habe ich mich in den Hauptraum begeben, wo die Musik immer noch am Laufen war und dann begann eigentlich die Phase, die beim Joint eigentlich direkt eintritt, nämlich das ist erstens total chillig ist, hier schön Multi-Abschluss mit dem Stealth-Bomber, was da los? Dann begann halt die Phase, wo man einfach extrem gechillt ist, man ist total locker und außerdem findet man auch alle möglichen Sachen witzig. Und irgendwann, dann habe ich bei diesem Typen, der die Party eben geschmissen hat, habe ich eben übernachtet. Da haben wir uns dann alle, die auch von der Bong halt genommen haben, die relativ breit waren alle, haben uns dann in das Ehebett, was da unten lag, irgendwie zu 5 reingelegt.
Oh Mann, das war echt kaputte Zeit. Und haben dann einfach gepennt, weil wir einfach extrem gechillt waren, extrem entspannt. Und ja, das war eigentlich meine Geschichte, wie das Ganze mit der Bong war. Ich muss dazu sagen, es ist nicht wirklich schlimm, was mit dir passiert, aber jeder von euch sollte selber seine Grenzen kennen, soll das Ganze ausprobieren. Ich kann sagen, Joint ist wirklich kein Problem. Das mache ich auch ab und zu. Aber es gibt auch Leute, die selbst damit nicht wirklich klarkommen. Das heißt, ihr müsst selber eure Grenz finden, wissen, wie viel ihr vertragt. Das ist auch bei Alkohol so. Und ich weiß auf jeden Fall, Joint ja, aber Bong gebe ich mir nie wieder. Gut, dieses Gameplay geht aus mit einem 37-13, glaube ich. Und ich hoffe, dass euch die Story und das Gameplay soweit gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti.